Zwölfter Mann, der Fan-Talk, wird präsentiert vom Fanwerk Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen beim Zwölfter Mann, der Fan-Talk. Ich bin der Jan und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde. Ja, die Saison ist beendet. Und Fortuna hat es leider nicht geschafft, das 13. Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben. Es gab auswärts gegen den FC St. Pauli eine 0:2 Auswärtsniederlage. Ja, es war natürlich ein bisschen traurig, jetzt so zum Abschluss den Fans nochmal so eine Niederlage zu bieten. Aber was willst du machen? So ist es nun mal. Wir bleiben gespannt, was in der nächsten Saison passieren wird, ob unser neuer Trainer Daniel Thun es wirklich schaffen wird, vielleicht unsere Fortuna nach ganz oben zu bringen, da wo heute auch FC Schalke 04 gelandet ist. An dieser Stelle natürlich doch herzliche Glückwünsche in den Bott nach Gelsenkirchen zum Zweitligameistertitel. Wir wissen ja noch genau, wie es gewesen ist. Vor 4 Jahren haben wir das ja auch geschafft. Damals auch gegen Nürnberg, so wie heute quasi Schalke gegen Nürnberg Zweitligameister geworden ist, Freunde. Ja, Gratulation auch an Werder Bremen, die sind auch direkt wieder aufgestiegen. Und wer hätte das für möglich gehalten? Hamburger SV hat die Relegationsplatz geholt. Ja, das heißt natürlich, dass man dementsprechend gegen Hertha BSC antreten wird in 2 Spielen und man versucht natürlich wieder ins Oberhaus zurückzukommen. Ob es im HSV gelingen wird, wir werden es erleben, liebe Freunde. Aber zuvor haben wir ja auch noch das DFB-Pokalfinale in Berlin. Und nicht zu vergessen, Frankfurt wird auch im Europa League-Finale stehen und dort versuchen, den Pokal zu holen. Ja, meine Freunde, es war eine sehr, sehr aufregende Saison. Fortuna ist auf Platz 10 gelandet nach 34 Spieltagen. Das sah natürlich vor 3 Monaten ganz, ganz anders aus. Also herzlichen Dank an den Trainerstab, an die Vereinsführung, an unsere Spieler, an uns Fans. Ja, Freunde, danke auch fürs Zuschauen. Es war eine lange, kräfteraubende Saison. Jetzt ist Sommerurlaub angesagt. Wir bedanken uns vielmals, wünschen euch einen wunderbaren Sommer. Genießt ja nach der Pandemie. Ist hoffentlich endlich mal der ganze Rotz vorbei. Und in diesem Sinne hat sich auch schon verabschiedet. Also Freunde, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns in der neuen Saison. Macht's gut. Auf bald, euer Jan.